Miri und die verlorene Schreibkunst. Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play The Sims 4. Ich habe gerade mal die Wände eingeblendet und dabei ist mir aufgefallen, wie trist denn dieser Arbeitsbereich ist. Ist ja schrecklich. Oh, ich glaube, da möchte ich aber gleich mal was für tun. Wartet mal. Also wenigstens sowas wie eine Pinnwand oder dahin hängen. Irgendwie was Nettes oder wenigstens hier noch eine Kleinigkeit, irgendein Krimskrams auf den Schreibtisch. Unten der Arbeitsbereich vom Martin ist total schön gemacht, also vergleichsweise zumindest zu dem hier von der Miri. Das hier gefällt mir gar nicht, also das ist ja echt gruselig. So, wir gucken erstmal. Ich glaube, man muss immer verschiedene Deko auswählen, damit wir auch auf alles Mögliche kommen. Nein, das ist ein Weihnachtsgemälde, glaube ich zumindest. Also richtig geil wäre es, wenn sie irgendwann hier oben so eine Art Office hätte, ne? Das fällt mir jetzt hier so ein, wo ich hier so Sachen sehe wie eine Teekanne. Das wäre doch cool, wenn sie hier oben sowas wie eine Kaffeemaschine oder so zum Arbeiten hätten, ne? Aber gut, also vorher muss es erstmal noch Unterteilungen im Raum geben. Hier haben wir eine Postkartenpinnwand Massigfreunde. Werden es zu viele Brieffreunde, die Postkartenpinnwand Massigfreunde hilft dir, die wachsende Zahl von gedankenvollen, idyllischen Erinnerungen zu verwalten. Jetzt mit kostenlosen Reißzwecken. Aus der Beschreibung würde ich jetzt mal lesen, dass man da Fotos aufhängen kann. Und das ist doch eigentlich echt ganz süß. Aber gut, wir gucken erstmal weiter. Was haben wir denn da sonst noch so? Die Miri ist ja eigentlich schon ein bisschen so eine verspielte. Kletterrosengitter mit Scheibe, ja. Das eher nicht. So, was haben wir ja unten hier? Den Lamellenraumteiler finde ich immer noch total gut. Den Birkenholzraumteiler, habe ich den früher schon gehabt? Ich glaube nicht, ne? Also der kam hier mit, ich weiß nicht genau, was für ein Add-on das war. Das sind Kissen. Das ist eine Tafel. Ist auch gut. Der antike Bücherständer, genau. Die Vampirzähne sagen schon, seit wann es den gibt. Ah, nie. Nie. Oder ist das dann vielleicht doch eher unter Bildern zu finden? Da haben wir die Verbrechenskarte schmierige Typen. Wen soll Miri da draufpacken? Alle Typen, die sie abserviert hat oder von denen sie abserviert wurde? Bäh. Nun gut, dann eben Bilder. Bilder, Bilder, Bilder. Dann gucken wir mal, ob... Oh, das ist ja eigentlich ein mega guter Print, um den genau hier an so eine Mauer zu packen, ne? Oder hier so? Ah. Ne, die haben schon dafür gesorgt, dass es hier ordentlich ist. Mein Gott! Um Gottes Willen! Ja, sowas viel eher. Das ist schon wieder eher, ne? Der Crack? Gar nicht so schlecht aus. Oder sowas hier. Nein, sowas nicht. Und Spinnennetze eher auch nicht. Das ist ja ekelhaft. Nein. Nein. Wobei ganz cool eigentlich so für eine, so eine Industrial-Wohnung, ne? Gut, wir gucken weiter. Wir suchen eigentlich sowas wie eine Pinnwand oder sowas. Oh, das ist zu groß. Oh, sowas braucht er. Oh, oh mein Gott. Guck mal, das Bild mit dem Kindergesicht. Oh mein Gott, das wird so gut in ein Studio für den Martin passen. Oh Gott, wenn die kleine Diana mal ein bisschen größer ist, das könnte da so hängen und dann wäre es so ein Bild von Diana, was er gemalt hat. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Oh. Und das ist Miri, wenn wir ihr mal längere Haare geben. Nein. Warum sollte er sonst eine Frau malen? Ne? Eigentlich müsste er eher Boys malen. Süße Boys. Kadufer Art Studio Sketches. Oh, das ist ja cool. So, super böse, ultra coole Poster. Warum denn super böse? Nee, sowas nicht. Es gibt doch auch sowas wie eine Pinnwand, die schon voll ist. Das finde ich nämlich eigentlich viel, viel vernünftiger und auch irgendwie natürlicher. Was haben wir hier? Oh, so Industrial-Bilderrahmen, die einfach nur so drankommen. Mhm. Wobei man da dann vielleicht auch Poster oder so drunter hängen kann, ne? Das geht bestimmt. Also wenn ich den Sheet benutze, dann kann ich das bestimmt da drüber hängen. Was ist das hier? Aha. Nee. Gefällt mir jetzt nicht so. Gruselig, echt gruselig. Ha, schade. Also mehr gibt's jetzt hier auch nicht. Ha, ich hab gedacht, es gäbe sowas. Wir können nochmal hier gucken.
Genau, das ist nochmal was anderes. Kleine Figürchen, irgendein Nippes. Heißt es bei euch Nippes? So Kleinkram, so Killefit? Bei uns heißt es entweder Nippes oder Killefit. Hier so ein Schiff. Genau. Das ist die richtige Wohlfühlatmosphäre, ne? Oder hier so ein, ja genau, mitten in die Wohnung. Ganz sicher das, ne? Wobei so eine Blume vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre, ne? So ein Blümchen hier fürs Zimmer. Guck mal, wir haben gar nichts hier. Wir könnten hier was hinstellen. Ha, wie wär's denn hier mit der Indigo-Pflanze? So hier. Das ist doch hübsch. 60 Simoleons, ja. Ist alles nicht ganz billig. Und mir fällt gerade ein, dass wir hier die falschen Bilderrahmen verwendet haben. Hier ist Silber. Hier ist Silber, hier ist Silber. Und hier ist Silber und hier ist Schwarz. Ist zwar auch irgendwie ein netter Kontrast, aber... nein. Das wollte ich doch gar nicht. So müssen wir es machen, ne? Ja, genau so ist richtig. Perfekt. Ja. Was? Wieso denn? Warum? Wieso wird das immer wieder schwarz? Hä? Das ist das hier, oder? Bitte? No, wieso geht das nicht? Ach so, da oben ist das. Da oben ist das. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, was ist hier los? Was ist hier los? Okay. Nein. Hä? Was? Moment. Wir machen das Fenster weg. So. Wo bist du nicht willig? So brauche ich Gewalt. So. Jetzt ist das Fenster auch silbern. Mensch, Meier. So, und wo wir schon mal dabei sind... Ach, ich mach nochmal die Wände hier weg. Ich habe gesehen, dass wir hier nichts haben, genau. Wir wollen nochmal hier die Wand. Und dann wollen wir, dass das komplett so wird. Und natürlich hier auch noch. So. Da fehlte ja schließlich was. Alles klar. Wunderbarst, wunderbarst. Und dann nehmen wir jetzt tatsächlich hier noch die... die Pinnwand, die wir da gesehen hatten, die war, ich hatte das in der Küche unter diesem Küchennippes hier gefunden, ne? Genau, hier. War auch, glaube ich, gar nicht so weit unten. Sollten wir also recht bald finden, da ist er. Da. Was kostet die denn? 70 Simoleons, so, warum nicht, ne? Oh, mit dunklen Rahmen, mit weißen Rahmen? Oder mit Holzrahmen? Ich würde sagen, dann nehmen wir sie mit dunklen Rahmen. Hängen wir hier so hin. Gucken wir mal, ob wir da später dann, da sind die ganzen kleinen Dinger, ob wir da was aufhängen können. Ich habe vielleicht sogar mit der Miri in ihrem Inventar noch irgendwelche Fotos, die wir vielleicht da dranhängen können. Das wäre noch ganz cool. So, jetzt noch irgendein Kleinkram. Ja, wäre schon schön. Und wenn es nur Spielzeug sowas ist, ne? So irgendwas, was sie an die Kleine erinnert. Na ja, gut, das wohl noch nicht. Das Po-Kissen. Ja, ja. Nein. Zeitschriften vielleicht? Okay, sind ein bisschen groß. Haben wir Magazine? Okay, das sind vielleicht ein bisschen viele. So eine kleine Box. Ah, sowas finde ich cool. So eine kleine Box für irgendwelchen Krimskrams. So. Wird da hingestellt. Wunderbar. Gut, und der Rest, der kommt dann irgendwann ein anderes Mal. So, jetzt ist das aber schon mal ein bisschen natürlicher eingeräumt. Also so, dass man sich auch wohlfühlen kann. Na Miri, mach ruhig weiter. Gefällt es dir jetzt? Der Arbeitsplatz ist schon mal um 100% schöner geworden, würde ich sagen. Was ist eigentlich mit dir los? Warum hat sie hier so ein... was ist das? Sie soll übrigens immer noch verspielt werden und ihre Arbeitszeit geht eigentlich nur bis 15 Uhr. Oh, oh, oh... Und der Martin ist arbeiten und das mit dem Verspieltwerden, das funktioniert eigentlich nur, indem wir lustige, witzige Interaktionen, verdammt, und, oh, Spiele spielen geht auch. Okay, dann spielen wir Spiele, dann spielen wir ein Spiel und zwar, wir machen einen Livestream. Oh, oh. Ein My Sims Go Livestream.
Hammer. Heute ist der erste Tag, an dem sie dann mal so richtig mit ihren Followern live interagiert. So, mal gucken. Ist sie denn noch lang beschäftigt? Ich glaube, das mit dem Schreiben üben, das macht sie sonst einfach so lange, bis ich sage, ist jetzt mal Ende. Die Diana ist wach, ne? Müssen wir mal gucken. So. So. Hallo Leute, funktioniert das jetzt mit dem Livestream hier? Ich weiß nicht, ich bin mit der Technik noch nicht so bewandert. Oh verdammt, ich glaube, ich habe mich festgebackt. Seht ihr mich? Das sollte eigentlich nämlich nicht so sein. Ich habe nämlich gar keine Livecam. Ja, also ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, wie ich vor meinem Rechner sitze, okay? So, wir fangen mal, starten ein neues Level. So macht man das. Und es geht los. So, eure Kommentare kann ich leider nicht lesen, weil ich habe keinen zweiten Monitor. Also spart euch das einfach direkt. Ich weiß schon, voll professionell oder so. Aber da meine Zuschauerzahlen so langsam wachsen, dachte ich, bin es euch mal langsam schuldig, dass ich so live mit euch rede. Ach so, mit dem Live-Reden, das ist schwierig, wenn man gar nicht interagieren kann mit dem Chat. Okay, ich werde mir da auf jeden Fall für die Zukunft was einfallen lassen. Vielleicht habt ihr ja trotzdem Spaß, mir einfach zuzugucken, wie ich hier einfach ein bisschen rumdaddel, okay? Oh, okay. Miri macht ihren ersten Sims-Livestream. Voll professionell. Ich erinnere mich an meinen ersten Livestream. Kater! Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Der Kater ist gerade von meiner Hand abgesprungen auf seinen Schrank. Deswegen hat die Maus gerade merkwürdige Dinge getan. Okay, okay. Porträt eines Großvaters. Was als ein bewegendes Porträt vom gezeichneten Gesicht eines Großvaters begann, nimmt immer mehr die Gestalt eines Haferkekses an. Martin kann entweder weitermalen oder es umbenennen und als fertig betrachten. Nein, der Künstler ist ehrgeizig und nicht mit sich zufrieden. Er malt weiter. Hoppla, jetzt sieht es aus wie ein Keks mit zwei Stärkenbrille. Da muss Martin wohl mit einer neuen Leinwand beginnen. Leistungsverschlechterung und das um mittelgroß? Oh, der arme Martin. Okay, wie lange geht denn der Livestream? Oh, verdammte Hacke, der ist richtig schlecht gelaunt. Der ist wütend. Oh, und ich bin dann schuld. Ja, Miri, du hast gar nicht mehr so lange Zeit, um verspielt zu werden. Es ist gerade ziemlich schlecht, was du heute hier für eine Arbeit ablieferst, ne? Wir haben jetzt zwar schon... Was? Wo haben wir jetzt plötzlich so viele Follower her? What? Moment! Moment! Sind die jetzt alle gekommen durch den Livestream? Hallo? Leute, habt ihr es gehört? Wenn man livestreamt, kriegt man mit einem Mal 1000 Follower dazu. Das will ich auch. Das gibt's ja wohl nicht. Alles klar, Miri. Du bist auf jeden Fall viel besser als ich. Und das ohne Facecam und ohne Chat-Interaktion. Ich bin begeistert. Aber sie mögen vielleicht einfach deine Stimme. Das ist natürlich... Genau. Und wenn man über sich selber lachen kann, ist das immer ein großer Pluspunkt. Unglaublich. Das eine hätten wir geschafft, aber das mit dem Verspielt will einfach nicht so, oder? Was können wir denn sonst so für Spiele spielen? Ich mach nochmal Pause hier kurz. An lustigen Interaktionen wie Witze erzählen, Spiele spielen oder Schaumbad nehmen teilnimmst. Also wir könnten ein Schaumbad nehmen. Aber ich habe eh nur noch eine Stunde Zeit. Also mein Chef wird sich freuen. Ich könnte jetzt natürlich noch ganz schnell einen Babysitter engagieren. Die kleine Maus schläft eh. Ich glaube, das machen wir mal. Mehr Auswahl? Kindersitter-Service engagieren. Damit Miri halt verspielt wird in der Sauna. Ich kann auch nichts dran ändern. Oder wir... Das lassen wir. Wir haben 1348 Simoleons. Es kommt immer wieder vor, dass die gute Miri... Ich habe jetzt hier schon mal was gekauft. Jetzt kann ich auch noch mehr Geld ausgeben, ja? Dass die immer wieder verspielt werden muss. Ja, scheiß drauf, dann kaufen wir jetzt halt hier eine Badewanne. Kann ich jetzt auch nicht ändern. So. Also, wir kaufen vielleicht einfach eine Badewanne mit einer Dusche. Ja, deswegen ab in den Baumodus. Das Ding wird direkt für 220 Simoleons verkauft. Mal gucken, was eine Badewanne kostet. Vielleicht kommen wir da ja jetzt mal gar nicht so schlecht bei weg. Das muss ja kein so mega tolles Ding sein. Was haben wir denn hier? Wanne der Wonne, 250. Guck mal, da zahlen wir nur ganz wenig drauf. Ein Weichbottich, 450.
Badewanne leinenlos. Chino, bla, keine Ahnung was, Tab. Die Spa-Wanne. Krallenfuß, Badewanne, florale Hygiene. Sowas finde ich eigentlich ganz gut. Irgendwas, wo eine Dusche mit dabei ist. Was, oh, das können wir noch gar nicht. Zweifache Freude. Und die auch nicht. Und dabei wäre sie so cool. Guckt euch die an. Sie würde dahin passen. Ein Whirlpool. Oder was ist das? Ach nee, das ist ein Swimmingpool. Nee, ein Whirlpool, tatsächlich. Ich glaube, wir können uns nur das Günstigste hier leisten, die Wanne der Wonne. Mehr ist leider gerade nicht drin. Ich kann es nicht ändern. So. Aber hier würde sie hinpassen. Wir können vielleicht noch sowas wie einen Duschvorhang holen. Ich meine, dann haben wir oben eine Badewanne und unten eine Dusche. Das wäre ja auch okay, oder? So, dann setzen wir die da mal hin. Das heißt, wir haben nur ganz knapp drauf gezahlt. Und dann gucke ich doch einfach mal. Ja, oh, das ist ja schön. Guckt euch das mal an. So Rohschauer. Oh, wow. Die ist so groß wie eine Badewanne. Aha, oder das hier auch. Pacific Heights Shower. Können wir uns hier viel besser angucken. Oh, diese ebenartigen Duschen. Ich hätte sowas auch gern. Ich habe nur eine Badewanne. Also ich meine, man kann in der Badewanne auch duschen, aber... Naja. Coole Sache das. Ich weiß, es gibt sowas wie eine Badewannen... ne? Ihr wisst, was ich meine. Gehen wir vielleicht hier drauf. Da ist sie! Da ist sie schon! Da! Das Ding können wir doch bestimmt drehen, dass man das hier so benutzen kann. Verdammte Hacke. Ich glaube, das klippt an allen Stellen durch. Ja, ich weiß auch warum. Weil das für eine Badewanne gedacht ist, die mehr so freistehend ist, ne? Aha, aha. Und ich glaube fast, man muss das so drehen, sonst kommen die nicht vernünftig rein. Mit der großen Öffnung da. Ach, Kacke. Geht nicht. Geht nicht. Ich habe nicht das passende Teil für diese Badewanne. Na gut, dann lassen wir es erstmal so. Wie sieht es denn aus, wenn wir das hier offen haben? Okay. Ist nicht so schlecht. Nö, ist okay. Ist okay. Dann Miri. Nachdem wir kaum drauf gezahlt haben und dem Martin eigentlich die kleine Überraschung dann zeigen können, dass es jetzt eine Badewanne in der Wohnung gibt. Kannst du duschen, baden gehen, ne? Würde ich sagen. Brich das ab und geh mal ein Schaumbad nehmen. War doch so, ne? Ein Schaumbad muss sie nehmen. Ein Schaumbad! Wie gesagt, die kleine Maus schläft. Da wollen wir das Ganze vielleicht auch mal ein bisschen verschnellen hier. Genau, dann nimmst du jetzt mal dein Schaumbad. Ah. Ach ja, also ich würde ja in dem Schaumbad anders sitzen, ganz ehrlich. Haben wir kein Licht hier in dem Raum? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Kann das sein, dass wir kein Licht in dem Raum... Wir haben gar kein Licht in dem Raum. Okay, dann müssen wir doch noch mal kurz was machen. Da. Einmal mittig in den Raum, bitte. So, und weiter geht's mit dem lustigen Schaumbad. Ich dachte gerade schon, was sitzt sie denn hier im Dunkeln? Wenn wir jetzt hier Kerzchen aufgestellt hätten, dann wäre es ja okay, aber so. 14.29 Uhr, Miri. Ich hoffe, dein Schaumbad dauert nicht mehr so lange. Es wäre mega gut, wenn du jetzt einfach ein paar Tage hintereinander... Ja, 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 ja. Und, was? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und das, bevor die Arbeitszeit rum ist. Na, wenn der Chef jetzt noch meckert, ne, dann weiß ich auch nicht. Boah, ey, 3083 Follower durch einen Livestream? Ich werde wahnsinnig. Ja, Miri, mach du mal, mach du mal. Deine Tochter schläft auch. Jetzt, wo ich wieder ein bisschen was hübscher gemacht habe, habe ich so viel Bock, einfach mal wieder was Neues zu machen. Hier in der Wohnung wieder was zu verändern. Insbesondere, da wir ja jetzt hier so einen schönen großen Raum haben. Ne, unten, ist ja auch noch mindestens ein sehr zweckmäßiger Raum, ne, untergebracht. Wie lange muss denn der Martin noch arbeiten? Der wütende Martin kommt nach Hause, was, in einer Dreiviertelstunde. Ich hoffe, der lässt seine Wut vor der Haustür. Oh, Miri ist schon fertig und hat sich gleich mal was anderes angezogen. Ja, ist okay. Was wir jetzt nochmal gucken könnten...
Das weiß ich nämlich gar nicht, ist, ob wenn wir in unser Inventar gucken. Und da doch sicherlich, was haben wir da? Postkarte aus Sunset Valley. Wo kommt die denn her? Wo haben wir die denn jetzt abgestaubt? Können wir die hier dranhängen? Oh, wir können die hier dranhängen. Ach, wie cool. Kartontanzfläche, hip, hip, hurra. Warum hat die sowas? Wieso hat die sowas im Inventar? Was ist das? Im Ernst? Eine Kartontanzfläche. Und die ge authentische Geburtsurkunde. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Klein Diana hat eine Geburtsurkunde. Ja, mein Gott, dann hängen wir die halt auf. In der Welt platzieren. Wartet da. Der kleine Engel hat eine Geburtsurkunde und der Martin hat 308 Simoleon nach Hause gebracht. Wie süß. Ich würde gerne. Da. Da ist die Geburtsurkunde von der Diana. So, was macht denn unsere Miri, der es ja richtig gut geht? Dem Martin geht's gar nicht gut. Die tanzt und hat schon wieder Bücher hier auf den Boden gelegt. Das ist schlecht. Und was ist das hier? Oh, nee, aufräumen. Bloß nicht essen, davon wirst du krank. Okay. Der liebe Martin ist angespannt. Wisst ihr was? Der Martin ist immer angespannt, wenn er von der Arbeit kommt. Ich verstehe das einfach nicht. Der ist doch der Künstler. Als ob ihm der Job über. Oh no! Nicht gefallen würde! Das ist doch nicht die Possibilität. Das gibt's nicht. So. Miri, komm erstmal rauf. Kümmer dich um dein Kind. Wie gesagt, vielleicht mal füttern. Gucken, ob sie was zu essen mag. Es sind schon. Ah! Wie gerufen, nicht wahr? Oh, doch nicht der Martin. Nicht der Martin. Entschuldigung, Martin, du doch nicht. Die Miri sollte das machen. Die Miri soll das Baby mal füttern. Ich glaube, es stinkt nicht. Ich rieche nichts. Ich rieche nichts. Ach ja. Nicht mit Martin plaudern. Diana füttern. So. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ist denn der wenigstens. Oh, der ist noch draußen, ne? Hallo Martin. Ich muss mal kurz rauf zu Diana, aber ich weiß, die Küche sieht echt schlimm aus, aber gerade eben ist erst der Wasserhahn kaputt gegangen. Ja, passenderweise, aber du, ich rede gleich nochmal mit dir. Ach, der kommt auch rauf. Okay. Was macht der? Der geht baden. Der geht baden. Was ist denn das hier? Was? Wie geil. Keine Ahnung, aber mir geht's so scheiße gerade. Mir ist echt egal. Einfach mal baden. Wie zielstrebig der jetzt einfach raufgelaufen ist und in die Badewanne gegangen hat. Es ist ja toll. Oh, Miri. Uppala. Na, hast du auch einen kleinen Stinker gemacht? Da gucken wir jetzt mal nach. Ja, geht's dir gut? Geht's dir gut, kleine Maus? Sul, sul. Ja. Erziehungslevel 4. Miri kann jetzt Auszeiten verhängen. Sie erhält mehr Informationen, wie ihr Rat die Entwicklung ihres Kindes beeinflusst. Oh, weil ich glaube, dass kein Mensch so lange sein Baby als Baby lässt. Aber ich finde das irgendwie, keine Ahnung, sie hat es doch quasi gefühlt erst gestern bekommen, oder? Wollen wir nicht noch ein bisschen mit dem Kind reden? Hallo, es ist wichtig, mit seinem Kind zu reden. Was tut sie? Oh, hat sie denn Hunger wirklich? Oh ja, sie hat schon langsam Hunger. Aber trotzdem ist es wichtig. Komm, jetzt stell mal kurz den Hunger zurück. So schlimm ist er nicht. Du wirst gleich nicht gleich umkippen oder zusammenklappen, ne? Genau, du musst der Kleinen schon erklären, wie es im Leben so geht. Genau. Und wenn es dir jetzt gut geht und wenn die Kleine versorgt ist und nicht weiter Bedürfnisse hat, dann kannst du jetzt tatsächlich nach unten gehen und dir ein Gericht nehmen. Aber bist du sicher, dass du nicht erstmal hier reparieren möchtest? Ersetzen, reparieren. Wir können es erstmal reparieren. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, wenn schon, denn schon.